Vergnügen. Sehen Sie die Hühner liegen, die schon ohne Kopf und Gurgeln lieblich in der Pfanne schmuggeln. Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller. In den Keller, mit dem Teller, mit dem Teller, in den Keller. Da sie von dem Sauerkohl eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Unterdessen auf dem Dache ist man tätig bei der Sache. Max hat schon mit Vorbedacht eine Angel mitgebracht. Schnupp, die Wupp, da wird nach oben schon ein Huhn heraufgehoben. Nummer 2. Schnupp, die Wupp, jetzt Nummer 3. Und jetzt kommt noch Nummer 4. Schnupp, die Wupp. Schnupp, die Wupp, dich haben wir. Der Spitz sah es genau. Und er bellt. Havau, havau! Aber schon sind sie ganz munter, fort und von dem Dach herunter. Na, das wird Spektakel geben. Alle Hühner waren fort. Das war ihr erstes Wort. Oh, du Spitz, du Ungetüm. Aber wart, ich komme ihm. Mit dem Löffel groß und schwer geht es über Spitzen her. Lauter tönt sein Wiegeschrei. Denn er fühlt sich schuldenfrei. Max und Moritz im Verstecke schnarchen aber an der Hecke. Und du ganzen Hühnerschmaus, guck nur ein Bein heraus.